kurz im Überblick gehabt, aber wir haben ja jetzt die Gelegenheit, das nacheinander aufzudröseln. Den Auftakt macht die 17-jährige Caroline Joyeux. Ja, einmal der gebannte oder bange Blick auf die beiden Fahnen, die der Kampfrichter da auf Bretthöhe in seiner Hand hält. Der hat aber noch keine Entscheidung hier gefällt. Anlauf jedenfalls sehr dynamisch getragen. Ja, aber der Sprung von Caroline Joyeux wurde gemessen. 5,95 Meter für sie. Die erste Weite, die hier eingetragen wird. Yariani Arguelles aus Kuba. Scheint aber die Atmosphäre hier vor rund 12.000 Zuschauern in Berlin auch zu genießen und sich zunutze zu machen. Ja, da hat er noch gezögert, der Mann mit den zwei Fahnen. Erst war die weiße kurz oben, dann aber bei genauerer Betrachtung ging die rote hoch. Und das bedeutet, und das hat er dann richtig gesehen, deutlich ungültiger Versuch im ersten Durchgang für die Kubanerin. Oder nach der Aufrollbewegung. Und dann also die zweite der Europameisterschaften des vergangenen Jahres. Nur 2 Zentimeterchen war sie hinter der Europameisterin Malaika Mihambo. Marina Bech. Romanchuk wird jetzt immer mit aufgeschrieben. Seit ihrer Heirat. Ja, und der war schon mal erstens gültig und zweitens ein ausgewachsener Weitsprung. Ist auch da drüben für die Springerin eine Frage der Gewöhnung. 6,59 Meter erstmal erste Marke gesetzt von Marina Bech. Oder in der Wettkampforganisation beziehungsweise beim Verleih von diesen Anlaufstegen. Diesen Jahr auch verantwortlich für das World Indoor Final in Düsseldorf. Dann als Höhepunkt der Weltserie. Zu dem das ISTAF Indoor nicht gehört, aber braucht es auch gar nicht. Hat genug andere Alleinstellungsmerkmale mit innovativen Ideen und der einmaligen Kulisse und Atmosphäre. Milica Gadasevic. Jawohl, da bleiben wir bei ihr. Erster Versuch auch für die Serbin. Und jetzt hier der Service eingeblendet, die jeweilige Führungsweite. Ich denke, die hat sie eher nur leicht angekratzt als übertroffen. Aber das wäre auch schon im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung. 6,52 in dieser Hallensaison aufgestellt. Ja, also da ist entweder diese virtuelle Linie, diese Laserlinie, so, dann sind wir bei Alina Rotaru. Hab's gesagt, trainiert und lebt in Stuttgart bei Miki Korukle. Ungültiger Versuch für sie zum Auftakt. Miki Korukle. Mit der ein oder andere aufmerken. Kenne ich doch. Genau. Ex-Trainer von Tobias Unger. Olympia-Finalist über die 200 Meter in Athen muss es gewesen sein. 2004. Verletzte sich dann auch an der Wade. Ohne Verletzung will sie natürlich auch durch die Hallensaison kommen. So, Sten Mogenara. 7,16 Meter ist sie schon gesprungen. Aber bei ihr muss gelten erstmal ein gültiger, ein solider Versuch als Basis für mehr. Banger Blick und leider das, was wir bei ihr allzu oft sehen, auch wenn es insgesamt ein bisschen besser geworden ist in der jüngeren Vergangenheit. Ja, war auch knapp, aber
eben ungültig. War leicht der Fuchs. Hat vielleicht den entscheidenden Tipp. Und Malte Mohr selbst ist ja auch erfahren genug. Sie gibt ihr Comeback. Ivana Spanovic. Artikelhersteller versorgt werden. Marina Bech, die zweite von Berlin und mit die erste, wenn es darum geht, sich bei Instagram zu präsentieren. Wer Interesse hat, kann ja mal reinschauen, so ganz nebenbei. Aber jetzt gilt die Konzentration im Weitsprung der Frauen erstmal der Hoffnung, dass da ein paar mehr gültige rumkommen, wobei Berg hatte ja schon im ersten die 6,59, immer noch Zweitplatzierte. Jagd mit Caro Hemm, fast ein bisschen klischee-mäßig, wenn man das sich mal anschaut. Ebenfalls auch gut zu sehen bei Instagram. Ja, hebt da einer die weiße Fahne? Jawohl. Und das nicht, weil er aufgibt, sondern weil er Milica Gerdasevic endlich mal hier und den Zuschauern gültigen gönnen will. 6,21, aber sie hatte auch im ersten gültigen keine Verbesserung für die junge Serbin. Noch zu hoch für den Wattenscheider, der in München lebt. Und unter anderen Voraussetzungen springt als noch früher als Mitarbeiter in Teilzeit tätig in einer Spedition für Schwertransporte und noch als Assistenzcoach beim TSV Gräfelin. Alina Rotaru startet für zwei Vereine und wenn man diese beiden Clubs nebeneinander liegt, dann liest sich das wie so eine Europapokalbegegnung der 80er Jahre. VfB Stuttgart, Steaua Bukarest sind ihre beiden Clubs. Das war früher Mittwochabend vom Fernseher mit Papa. Gültigen. Sosten Mogenara, den Satz hat schon aufgegeben, wenn Mogenara im Wettbewerb war. Leider, aber vergangenes Jahr in Birmingham ist es ihr richtig gut gelungen. Die positiven Ereignisse, die gab es ja durchaus auch. Bei der Hallen-WM gewann sie Bronze. Jawohl, zumindest mal ein gültiger Versuch für Mogenara. Den wünscht sich jetzt auch auf der anderen Hallenseite ...6,15, erstmal eine kleine Basse Punkt. Vor der Latte ist eher eine Frage der Abstimmung. Absprung, Einstichkomplex. Wie tief stehen die Ständer? Da kann man dran drehen, aber das muss dann auch sitzen im Dritten. Eine Chance noch für den Olympiasieger im Wettbewerb zu bleiben. Xenia Walter. Ja, ein bisschen flach rausgesprungen, dürfte gültig gewesen sein, aber sie spürt, er war nicht schlecht. In Leipzig noch nachholen kann. Der Mann, der sich immerhin auch ein Zimmer geteilt hat hier mit Frau und einem nicht ganz einjährigen Kind. Das kann ja auch intensiv sein in der Nacht vor so einem Wettkampf. Ivana Spanovic, die Führende im Weitsprung.
Kopfschütteln, aber zumindest gültig. Ja, wir haben selber gesehen, keine Steigerung, 6,64, aber sofort die Wiederholung für Caroline Joyeux. Wenn wir sie sehen, wissen wir, es geht von vorne los, dritter Durchgang im Weitsprung. Ist ja klar, dass die sich hier 6 Meter gewünscht hätte. Aber das Kopfschütteln zeigt, ist nicht ganz so leicht. Vielleicht auch ein bisschen die Aufregung vor so einer Kulisse. Also Wojciechowski muss Selbstvertrauen tanken. Sie hat vor allem eins, viel Erfahrung. Kubanerin Duelles. Wenigstens diese. Ja, sie liegt nach wie vor an Position 2. Marina Bech, genauso wie vergangenes Jahr bei der EM. Nur die Führende heißt anders. Das ist nicht Malaika Mihambo, sondern Ivana Spanovic. Und wenn Sie sich fragen, warum da alle immer so nach oben schauen, hier hängt dieser riesige Videowürfel unterm Hallendach, der später am Abend noch in vermeintliche Gefahr geraten könnte, wenn hier der große Diskuswettbewerb ausgetragen wird. Aber das Ding hängt bei seinem Vater Scott, der ihn aber nicht begleitet, an seiner Seite unterwegs. Jeff Hartwig, immer noch US-Rekordhalter, sein Manager. Rüber zum Weitsprung. Ja, Steigerung für Gerda Savic. Deutliche Steigerung der Saisonbestleistung. Und damit hat sich die Reise nach Berlin neben dem obligatorischen Sightseeing allemal gelohnt. Und sie hier, Ivana Spanovic, kann mir nicht helfen mit dem Blick auf die Oberschenkel. Die wird immer athletischer. Da fragt man sich so einiges, aber man fragt sich auch, ob dass der Sache wirklich immer dienlich ist. Klar, Kraft hilft, auch im Weitsprung. Aber ist das uneingeschränkt der Fall? Es hilft jedenfalls nicht in Sachen Anlaufgenauigkeit. Denn auch hier geht die rote Fahne hoch. Aber dass sie so athletisch ist, ist nicht nur Zufall. Ist liiert, auch privat mit ihrem langjährigen Atletico. Gibt direkt Tipps auch an die direkte Konkurrenz an Pavel. Und jetzt gilt's für die Europameisterin. Die Situation kennt sie. Auch das war in Berlin. Auch das hat ein Happy End gefunden. Malaika Mihambo. Super weiter Sprung, aber ist er auch gültig? Weiße Fahne ist oben. Mann, macht die das spannend hier! 6,94 Meter persönliche Bestleistung pulverisiert!
Und ganz nah ran an diese 6,95 von Alexandra Wester, die hier im Publikum mit dabei ist. Ralf Weber hat trotzdem noch Hinweise, wie es besser geht. Ja, wie beeindruckt ist Sosten Moginara von diesem 6,94er von Malaika Mihambo. Sie kann das theoretisch auch. Kann sie es auch praktisch? Drauf ist er, aber nicht weit. War ein bisschen sehr zurückhaltend. Aber für sie auch nicht ganz zu vernachlässigen. Eine ganz gute Aneinanderreihung von gültigen Versuchen. Drei Stück in Folge, aber 6,08 ist natürlich keine Weite, über die sie gerne mit ihrem Trainer. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Schmales Lächeln nur Richtung Ralf Weber.
Aber wenn die virtuelle Linie da nicht ganz rumspinnt. Oh, ganz knappes Ding. 6,99 Meter für Merlaikami Hambo. Wow. Freiluftbestleistung egalisiert. Mann, diese verdammte 7 fällt dir auch noch heute. Weltjahresbestleistung ist das sowieso. Persönliche Bestleistung auch. Und jetzt fehlt nur noch die 7. Merlaikami Hambo. Schon für Alina Rotaru. Und Marina Bech lässt sich zumindest äußerlich nichts anmerken von diesen zwei Supersätzen von der Dame, die da kurz im Hintergrund zu sehen war, Malaika Mihambo. 6,94 und 6,99. Damit hat sie richtig Eindruck geschunden hier. Und jetzt also Durchgang Nummer 5, also für die Ukrainerin. Ja. Zweiter ungültiger für die Silbermedaillengewinnerin, die nach dem Sprung meistens dann doch noch ein Lächeln übrig hat. Und natürlich den obligatorischen Blick nach oben auf diesen Videowürfel. Ich glaube, sie ist wütend. Ivana Spanovic hat hier noch was zu erledigen. Fünfter Versuch auch für die Serben. Ah, der sah mir nach einem weißen, nach einem gültigen aus. Sehr sympathischer Blick. Es ist ganz oft so, nach der Konzentrationsphase lösen sich dann die Gesichtszüge, die ganze Anspannung geht raus, fällt ab und ein viel lockereres und sympathischeres Ich zeigt sich dann. 6,46 Meter, ich glaube, jetzt lacht sie eher über diese für sie doch sehr bescheidene Weite. Schließlich auch schon 7,24 Meter gesprungen bei ihrem Coup in Belgrad beim Heimspiel bei den kontinentalen Titelkämpfen unterm Hallendach. So. Wenn man so genau in ihr Gesicht schaut, dann meint man zu erkennen, was sie gelernt hat bei diesen 10 Tagen im Meditationsseminar in Indien. Also sehr guter, konzentrierter Blick. Und jetzt die nächste Chance auf 7 Meter für Merlaikami Hambo. Ja, der war mal wieder ungültig. Aber vielleicht riskiert sie jetzt noch ein bisschen mehr. Sie muss hier keinem mehr was beweisen. Und wir wollen auch keine 7 Meter fordern. Das ist klipp und klar. 6,99 sind eine echte und klare Ansage. Eine deutliche Steigerung ihrer vorherigen Bestleistung von 6,72. Vierte bei Olympia, erste bei den Europameisterschaften und war selber nicht ganz so einverstanden mit der Siegweite. Insofern tut das auch nochmal extra gut, die 6,99 jetzt hier. Auch wenn es da wieder die
geben, wird die natürlich sagen, ja, auf diesem Steg, wer weiß, wie der schwingt und wo die Energie so hingeht. Aber erstens ist das hier ein offizieller Wettbewerb und zweitens muss man damit auch umgehen können. Ja, ist sie beeindruckt von diesen 6,99 meditieren? Tut sie auch übrigens. Allerdings eher so Autodidakt und Hörbuchanleitungen und Ähnlichem. Findet sie jetzt auch die innere Ruhe? Trifft sie das Brett? Geht's weit hinaus? Der ist drüber. Keine Verbesserung für Sosten Moginara, die aber übrigens diese EM-Norm von... den Rhythmus aufnehmen und umsetzen in die richtige Dynamik des Anlaufs. Das versucht Alina Rotaru, die Frau vom VfB Stuttgart. Für Steaua Bukarest an den Start geht. Das ist auf Vereinsebene in der Leichtathletik möglich. Im Fußball eher schwer vorstellbar. Na, gültig müsste der gewesen sein. Und vielleicht noch mal ein ordentlicher zum Abschluss für die Athletin von Miki Kurukle. Ja, 6,47, nur 2 cm hinter ihrer Bestmarke. Position 5 momentan für Alina Rotaru. Wie fühlt sich das eigentlich an da oben? Das kann, selbst wenn auch im dritten das Ding nicht liegen bleibt, eine wertvolle Erfahrung werden für Sam Kendricks. Aber einen hat er noch. Und jetzt also Marina Bech, momentan auf Position 2. Ah, der dürfte rot gewesen sein. Ja, genau. Ungültiger Versuch zum Abschluss also für die zweite. Und jetzt kann nur noch eine Athletin den Sieg, den Supersatz von Malaika Mihambo beschädigen. Das ist die nächste, die wir dann sehen. Also Marina Bech, exakt so weit wie bei den Europameisterschaften, persönliche Bestleistung für sie. Und sie kann jetzt, aber da muss schon ein kleines Wunder geschehen, wenn Sie mich fragen, sie kann jetzt noch Malaika Mihambo die Party hier beim Heimspiel in Berlin, die Party versauen. Aber schafft sie das auch? Nee. Ja, so ganz unzufrieden ist sie, glaube ich, dann am Ende doch nicht. Mit ihren 6,65 aus dem ersten. Und den 6,55 aus dem sechsten und letzten Versuch. Immerhin nach Achillessehnenverletzung. Das ist ja wirklich nicht ohne, gerade bei so einer Disziplin wie Weitsprung. Ist sie zurück erstmal in der Szene und hat sich gezeigt. Und was kann sie uns noch zeigen? Sie muss gar nichts mehr liefern. Sie muss dem dritten. Und wie sie da einen ausgepackt hat. Ähnlich wie bei den Europameisterschaften in Berlin des Jahres 2018. 6,94 Meter und 6,99 Meter. Und jetzt nochmal das in sich gehen, das konzentrieren und dennoch die Stimmung aufnehmen. Auch das ist Malaika Mihambo.
durchaus das Ambivalente, das ruhige, introvertierte, das sich zurückziehen nach Indien und dann doch ein Fotoshooting machen für ein Modemagazin. Kann sie die 7 Meter packen? Malaika Mihambo! Noch weiter! Aber... Oder doch kein Aber. Nein, kein Aber. Gültiger Versuch für Malaika Mihambo. Wie weit war der wirklich? Täuscht die virtuelle Linie? Oder ist er jetzt nochmal? Nee, ist er nicht. Also diese Linie mit Verlaub irritiert. Aber eine super Serie für Malaika Mihambo. 6,94, 6,99 und zum Abschluss 6,98 Meter. Was für ein Wettkampf von der Europameisterin. Malaika, 6,98, 6,99. Fantastischer Wettkampf. Ein fantastischer Wettkampf. Danke, Berlin.